So, guten Morgen, moin moin, liebe Leute, sage ich grüß, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS22 auf der französischen Marsch natürlich. Ja, ne, Sonntagmorgen hier auf Twitch. Erstmal ein kleines moin moin in den Livestream-Chat, die sich gerade schon hier sammeln. Moin moin, seid gegrüßt. Danke fürs Reinschalten, auf geht's, ne, wollen wir gar nicht lange hier Zeit verlieren. Denn der tiefste Winter kommt, so wie es aussieht. Mal gucken, es schneit und schneit. Mal schauen, ob das Ganze liegen bleibt. Noch schöner Reim zu beginnen, ne? So, dann muss ich erstmal wieder gucken. Ich ticke mal durch Fahrzeuge durch, damit wir uns einmal wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Wo waren wir denn wohl stehen geblieben? Heute bei mir wieder ein bisschen leiser. Also, es ist ja auch schon wegen dieser Multiplayer-Discord-Einstellung. Ganz bisschen mehr Spiels. Ein ganz bisschen mehr Spielsound möchte ich dann auch haben. So, der kann einmal. Aber das können wir nur noch einmal machen. Auffüllen ist hier nämlich nichts mehr. BGR Südanlieferung lose. Damit fangen wir mal an. Roy, vielen, vielen herzlichen Dank für 33 Monate. Da drehen wir durch. Vielen Dank für den Support. Danke, danke, danke. Ich habe gerade eben noch mal heute Vormittag, also gerade eben vor dem Stream, noch mal schnell diese Spawn-Plattformen etwas tiefer gesetzt. Da wir ja beim letzten Mal das Problem hatten, dass da nicht alle so rauskommen will, wie es eigentlich sollte. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich stelle mal eine Hefepalette hier hin. Oder auch nicht. Dann ist auch generell irgendwas kaputt. Ich erwarte, dass mir jetzt, dass mir hier eine Hefepalette entgegenkommt. Ist es noch tiefer sogar? Muss wahrscheinlich noch tiefer. Mal gucken, was die Zuckerfabrik sagt. Da hatten wir auch das Problem. Mal gucken, ob das Problem immer noch besteht. Sorry. So, Melasse einmal Auslage, eine Palette. Obwohl Melasse ging ja auch letztens, ne? Kam aber, glaube ich, nur hier raus. Und jetzt scheint, also das scheint zu funktionieren. Werden wir heute noch merken, wenn wir im größeren Stil. Ich war das rüber. Wenn wir im größeren Stil Zucker verkaufen werden. Pinto, vielen, vielen Dank für 29 Monate und Teddy, danke für 7 Monate. Gestern war doch 7 Monatstag. Vielen Dank. Gestern waren, glaube ich, 3 Leute am Start, die die 7 Monate voll gemacht haben. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, für euren Support. Mega, mega. So, also die Sterne, ja, die Palette fahre ich jetzt einmal schnell wieder rüber. Dann haben wir das erledigt. Das Labor, also ich muss den Spawnbereich scheinbar noch ein bisschen tiefer setzen oder mehr, das heißt, auch einfach die Kollision da rausnehmen, dann wird sich wahrscheinlich der Trigger auch nicht gestört fühlen, aber ich dachte, das reicht schon. Ich habe die Bodenplatten ja geändert, falls ihr bei euch guckt, sieht das ja noch ein bisschen, ne, texturmäßig nicht ganz so schön aus. Und die sehen noch ein bisschen sauberer, schöner aus. Und hier beim Zucker scheint es zu reichen von der Höhe. Beim Labor wohl noch nicht. Ja, Knobelschaden, vielen, vielen Dank für 300 Bits. Danke, liebe Leute, fürs Reinschalten und fürs Dabeisein und für Support natürlich. Wollte weiter durchtickern. So, bis zu dem sind wir gekommen. Guck mal, hier haben wir Diesel. Wir haben nur noch Diesel für drei, also wir können noch produzieren für 3 Stunden in der Raffinerie Raps. Das ist aber auch echt nichts Nennenswertes, was da noch bei rumkommt. Ne? Wir haben alles im. Ne, guck mal, 4000 Liter sind doch hier. Dann können wir noch ein bisschen auffüllen. Ich muss wahrscheinlich noch einmal wieder. Starten. Leute, da haben wir noch einen Hype-Train gestartet. Vielen, vielen, vielen Dank. Gradler macht noch mit hier mit 5 Subs an die Community. Vielen Dank, Level 3 haben wir geschafft. Danke, danke. Liebe Leute, am Sonntagmorgen. Prost auf euch. Auch gestern super Tipps gekriegt aus der Community bei Matchmap Project. Vielen Dank. Ist so ein bisschen friemelig das Ganze, was wir da jetzt vorhaben. Aber ich glaube schon, dass es eine gute Idee war aus der Community. So, Diesel wollen wir nicht direkt mit abkippen. Nein, wir werden mal Holzfäller, Holzfäller und Holzfäller beliefern. Wir haben 47.000 Liter mit. Da würde ich sagen, kriegt jeder 16.000. Knapp, ne? Genau, danke, danke für 13 Monate. Ja, dann werden wir wieder schlafen gehen, ne? Ich möchte die Nacht auch hier, möchte Zeit rumbekommen. Dann sind wir im Januar Part 2.
Dann können wir lieber da langsam drüber nachdenken, ob wir noch eine Bierverkaufstour starten im Frühjahr. Wobei, wer will im Frühjahr so viel Bier trinken? Oder Bier geht immer, oder? Ich weiß nicht. F4, um Baumstümpfe besser zu sehen. Also gar keine Kombi, das ist einfach nur eine Taste F4. Entwicklermodus muss aber im LS, in der Start-XML-Datei aktiviert sein. LS22 Konsole aktivieren oder irgend so heißt das Thema. Gibt's Hilfevideos zu. Mit Forest? Ja, das ist ja genau, coole Idee. Nebenbei jetzt gerade, ne? Kannst du entspannt. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also das, man hat es ja schon gesehen. Es klappt. Was ich jetzt aber. Ah, Telefon. Modern ruft an. Die Leute, ich nehme mich mal kurz raus, mache eine kurze Aufnahmepause. Und so, Aufnahme geht weiter. Seid gegrüßt, die Leute. Ja, für die, die sich noch später dazugeschaltet haben. Sorry für die kleine Wartezeit, aber. Ihr habt es gehört, zumindest die, die gerade eben schon dabei war. Meine Mutter rief an und die wollte ich jetzt nicht direkt abwimmeln, denn die sind gerade praktisch aus der Türkei wieder in Deutschland gelandet. Wobei gerade nicht gestern, ne? Aber war trotzdem nochmal interessant zu wissen. Denn ja, die waren eine Woche in der Türkei, in Istanbul. Vorher war das natürlich schon gebucht, da kam das Erdbeben, da war man natürlich so ein bisschen oh und so weiter, ist das alles gut. Und ja, dann hatte man das Problem, die sollten am Freitag zurückfliegen. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, in Deutschland war großer Streiktag an den Flughäfen und es war gleich wieder so eine Geschichte zum Abgewöhnen, ne? Aber deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger. Nochmal Moin Moin an alle, die sich später dazugeschaltet haben. Vielen Dank, wenn ich jetzt nochmal reinschaue, an Tom für dicken Sub Stufe 3 hier im 13. Monat am Start. Vielen Dank. Daniel, auch vielen Dank für den Sub im 33. Monat. Habitine, vielen Dank für den 31. Monat. Und Jobanus, 27. Monat. Herzlichen Dank, liebe Leute. Herzlichen Dank und sorry für die kleine Wartezeit, aber ich glaube, die meisten haben dafür Verständnis. Wenn nicht, dann ja, bin Sonntag noch. Nützt ja nichts. Ich habe schon ein bisschen eine Hitze auf die Tube gedrückt. So. Man kennt das nicht, ne? Und die Eltern anrufen, die Muttern anrufen. Wie lange habe ich jetzt geschnackt? 10 Minuten? Knapp, ne? Ja, ansonsten hängen wir hier. Also, ne, dass die YouTube-Folge hat nicht viel gemerkt. Da habe ich eine Pause reinmachen können. Stream musste natürlich kurz warten. Aber ich glaube, gibt Schlimmeres. Hatte dir Zeit, nochmal Kaffee aufzufüllen oder was auch immer. So. Dann ist natürlich die Zeit ein bisschen weitergelaufen. Ich habe auf mal 2 runtergeschaltet, gerade eben war es auf mal 6. Zwischenzeitlich. Ich dachte, komm, die Zeit lassen wir einfach ein bisschen weiterlaufen. Ich will ja eh gleich schlafen. Ich verteile jetzt nur noch diese Dieselladung an die drei Stationen hier. Relive geht vor. Ja, nützt nichts, ne? Moin Moin. Siehste, vielen Dank für euer Verständnis. Und ja, wie gesagt, ne? Die wollten sich nur schnell melden, dass die ein paar schöne Tage hatten in Istanbul, noch nicht da gewesen. War jemand von euch schon mal in Istanbul? Wenn wir gerade beim Thema sind. Oder generell in der Türkei. Ach ja, Glückwunsch, Laura. Aber deine Autos sind ja auch, ich meine, das ist ein Neuwagen, ja, aber ich glaube, die sind ja nicht gekauft, die sind geleased. Ne? Also eigentlich sind es nicht eure, sondern gehören der Bank oder dem Leasinggeber. Aber viel Spaß mit dem. Ich finde es natürlich trotzdem eine gute Fahrt, aber du brauchst jetzt nicht dreimal reinschreiben, Golf 8, Neuwagen und so weiter. Ne? Auch kein Mensch. Glückwunsch, gute Fahrt, das auf jeden Fall. Aber mehr auch nicht. Leihwagen? So Leihwagen? Dachte jetzt eher hier Leasing. Leasing ist nicht direkt Leihen. Obwohl eigentlich kann man es auch darunter zusammenfassen, glaube ich. Hier die Frau schlugen. Vielen Dank für den 7. Monat. Schon wieder, ne? Heute auch Tag der 7 Monate. Ich dachte, den hätten wir gestern gehabt. Vielen Dank, die Leute, für den Support. Hier müssen wir auch nochmal 16.000 Liter ungefähr rein. Schneit immer noch, hat nicht aufgehört. Nee, aber war schon mal in Kiel. Ah, sehr gut. Dann. Weiß nicht, ob das jetzt dem gleich kommt. Kommt darauf an, wo du vielleicht in Kiel warst. Aber. Ich dachte, dass man sich heimisch oder ne, türkisch gefühlt hat.
Zocke deine Gräben. Kann ich die Produktion in die Placeables reinschreiben? Auf einen NPC, um die Nita später dazu kaufen. Also theoretisch ähnlich wie die Biogasanlage. Ne? Die Biogasanlage könnte als Vorbild dienen, weil die Biogasanlage ist ja an sich auch eine Verkaufsstation und wird natürlich dann falsch abgebogen hier im Dunkeln. Ne? Wird ja dann eigenes, wenn man sie kauft und kann dann auch benutzt werden. Vorher ist es eine Verkaufsstation. Ich meine, das ist dann auch mit Produktionsstätten so. Also auch mit den Giants Standardproduktionsstätten so. Die auf Karten verbaut sind. Gut. Ja, das deckt zumindest erstmal den Bedarf für die nächsten Stunden bei den Holzfällern. So, ja. Gut. Dann den könnten wir eigentlich an die Tankstelle stellen und tanken. Dann können wir das aber auch hier hinten machen. Komposter reicht ja noch bis zum nächsten Morgen. Ich will ja nicht einen Tag und 6 Stunden schlafen. Wir werden jetzt gleich 14 Stunden wieder schlafen, so von 6 bis 8 oder so. Dann sind wir im Januar Part 2. Die Produktionsstätten haben weiter produziert und wir kommen immer näher dem Februar. Ne? Februar heißt dann wieder ab auf die Felder, wobei auch März da nachher nochmal Großkampftag wird, weil wir bei einigen Feldern haben wir ja Zwischenfrüchte drauf, Gras oder so, und da muss ja gerne noch ein Wachstum kommen, damit sich da die Ernte für Gras und Luzerneheu auch lohnt. Das ist dann wohl noch nicht, okay. Ja, wir waren auch noch nicht da und meine Eltern sind praktisch eingeladen worden von Bekannten, die da Urlaub gemacht haben eine Woche in irgendeinem größeren Apartment. Direkt in der Stadt wohl da in Istanbul, einen schönen Blick über die Altstadt und so weiter. Ja, war eine schöne Zeit, aber natürlich auch alles ein bisschen gedrückt wegen dem Erdbeben da auf der anderen Seite. Ist natürlich eine ganz andere Region von der Türkei. Wahrscheinlich so, als wenn jetzt unten in Bayern irgendwie ein Erdbeben wäre und hier oben im Norden haben wir es gar nicht gemerkt, so nach dem Motto. Oder andersrum. Hier oben im Norden haben wir Sturmflut. Deiche sind gebrochen, alles überschwemmt und im Süden merken sie nichts. Ein Unterschied wäre das, denke ich, auch da, weil Türkei, glaube ich, noch ein bisschen größer ist von... Da geht man jetzt nicht von Nord und Süd, sondern... Ja, Ost und West. Und schon ein paar Kilometer. So, den lassen wir hier stehen tanken. Dann tickere ich noch einmal kurz Fahrzeuge durch, was hier noch so. Genau, 44 war fertig mit Steine sammeln, ne? Eine. 37. Da wächst Gerste schon. Da haben wir Gerste angepflanzt. Aber gut, dann lassen wir die Steine ja da, ne? Oder kann ich die jetzt noch sammeln? Nee, ne? Nee, ich glaube, die ist kaputt. Ich glaube, das geht immer nur auf Feldern, wo nichts drauf ist. Und das ist nichts. Das gehört uns noch nicht, das Feld. Die 46 kann ich noch absammeln. Nur Unkraut hier, ne? Dann machen wir das. Das ist ja auch schön in der Nähe hier. Ne. Machen wir am nächsten Tag. Wir wollten auf jeden Fall noch mal mehr hinstellen, weil es dauert ja noch, bis ich die Textilproduktion kriege. Also wollten wir noch mal die auffüllbare Wollepaletten, weiß nicht, 2, 3 Stück, wa? Den Schafen stellen. Was glaubt ihr? Also gut, wenn man jetzt die Nacht schlafen geht und spult, meint ihr, wenn wir dann uns schlafen legen, am nächsten Morgen, wenn wir aufstehen, liegt Schnee? Euch das schon mal vorgekommen im LS? Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht so ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann passieren, oder? Ja, schönes Ambiente hier mit diesem leichten Licht hier auf dem See. Ja,
Wann kommen denn deine Eier und Wollepaletten? Hatte ich Wollepaletten? Nee, ich hatte doch gar keine eigenen Wollepaletten. So, bei Eierpalette, ich finde die eigentlich gut. Aber ihr sagtet, ob man da mehr Kapazität reinmacht. Ich habe auch gesehen, also ich habe ja das Lebensmittellager fürs Zentrallager soweit vorbereitet, fast fertig. Und die Eierpaletten, die Original-Giants-Paletten, ich glaube, wenn ich die ins Zentrallager packen würde, hätte das alleine eine Million Poli sozusagen, also eine Million, das ist zu viel. Dementsprechend werden meine Eier oder ähnliche Eierpaletten von mir aus dem LS19 nachher im Zentrallager abgebildet. Auch wenn man andere Paletten hinbringt, ich dachte, das ist performancemäßig mit Sicherheit die bessere Lösung. 40 sind wir, ne? Rechne. Krumm und schief, ne? Aber das ist mir eigentlich egal. Überspeichern, Steine. So. Gucken wir mal, wo er seinen ersten Punkt hat. Wie immer an der anderen Ecke. Da fahren wir noch schnell hin. Dann legen wir uns gleich schlafen. Aber weiter tanken, tut er denn weiter tanken? Also wäre theoretisch der Dieseltank am Morgen voll. Und könnte leer. Moin moin. Oh. Geht mit Schnee, okay. Also noch, muss man sich drauf einstellen, könnte passieren. Er fährt aber auch komischen Krams hier. Den hat er sich als Startpunkt überlegt. Ist da irgendwas komisch eingestellt? Sorry. Geht das nicht, weil nicht geflügt worden ist oder was? Er sammelt mir nicht den Stein hier weg, kann das sein? Das muss erst geflügt werden, ne? Aber es muss nicht geflügt werden. Ja, dann lassen wir die Steine hier. Wegen Unkraut kann ich das nicht sammeln. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Dann bleiben die Steine einfach da, ist mir egal. So schön wird schon nicht. Machen wir, wenn wir das nächste Mal ernten, muss wahrscheinlich eh geflügt werden und dann sammeln wir Steine. Wir sammeln Steine jetzt nur noch nach dem Flügen, fertig. Liegen halt ein paar Steine da rum. Unkraut stört. Dann müsste ich das eher spritzen, aber das will ich ja nicht. Das macht ja keinen Sinn. Wird ja weggesät und dann werden wir es spritzen. Nö, dann nicht mit mir. Nö. Ab zum Hof. Na gut, ist. So. Den können wir aber noch anstellen. Den haben wir nämlich. Der war, glaube ich, auch so gut wie fertig. Und nur noch die letzten Meter. Und das? Diesel kann man in der Raffinerie produzieren, brauchen wir aber sehr viel Raps für und sehr viel Sonnenblume. Wird sich aber in Zukunft ein bisschen was ändern, aber das erfordert dann schon einen gewissen Spielfortschritt, damit man auch ein bisschen Geld hat. Erster, letzter, nächster. Jo, also das haben wir erledigt hier mit der Palette vorhin, habt ihr gesehen. Ich muss halt gucken, also das mit dem Spawn hier mit der Hefe, dass es immer noch nicht funktioniert, nervt jetzt ein bisschen, blockiert uns aber jetzt für heute nicht komplett. Also das lohnt jetzt nicht und starten neu. Aber ich weiß erst, dass die Bodenplatte hier nochmal wieder einen Zentimeter tiefer muss. Nehmen wir dann, ne? Gut. Lassen wir schneien. Mit dem Schnee, würde ich sagen, geht es dann gleich in die Nacht. Gehen wir hier rüber, schlafen eine Runde und in der nächsten Folge
Auf YouTube sehen wir uns gerne wieder. Am Morgen um 8 Uhr. Ja, ne, ich glaube, dann wird's hell. Das passt schon. Nach dem Grubbern und Flügen kann man das sagen. Okay, danke. Gute Nacht. Bis zur nächsten Folge und tschüss.